Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich liebe die Deutsche Bahn eigentlich. Also wirklich. Ich finde es. Vielen Dank für diesen einsamen Klatscher. Das finde ich immer ganz geil, so dieses. So. Wenn eine Person klatscht, dann merkt man immer nur, wie viele Leute nicht klatschen. Das ist mega. Nee, weil jede Fahrt mit der Deutschen Bahn ist ein Abenteuer irgendwie so. Ich finde es echt total geil, weil wenn man Auto fährt oder Zug, ist ja immer relativ klar, was passiert eigentlich so. Ja? Man kauft sich halt ein Ticket oder steigt irgendwo ein und dann ist man halt entweder pünktlich oder nicht. Gut, beim Fliegen ist es noch ein bisschen anders, da wird man noch so durchsucht, was ich auch cool finde irgendwie. Das ist sowieso eine sehr leichte Massage. Manchmal antworte ich auch auf die Frage, ob ich was Illegales dabei habe, so, oh, ich weiß nicht so genau. Schauen Sie mal, Officer. Nee, ich find Zugfahren echt geil irgendwie, ich weiß auch nicht. Also man denkt ja, man würde ein Bahnticket lösen und es würde ganz klar passieren, irgendwie so, keine Ahnung, man würde einsteigen um 15.13 Uhr, man wäre da um 16.19 Uhr, so. Aber das stimmt ja nie. Ja? Also jeder dritte Zug ist Verspätung, hat Verspätung. Das heißt, wenn man mehr als zweimal umsteigt, kommt man auf jeden Fall zu spät. Und dann, keine Ahnung, heute saß ich da irgendwo in so einer Toilette am Boden, an der Seite ist so ein Rinnsal entlang gelaufen und ich habe gehofft, dass es Urin ist und nicht irgendwas Schlimmeres. Und ein Mädchen hat so eine Box im Arm gehalten mit so einem Kaninchen drin, was alle hungrig angeschaut haben. Zugfahren ist so ursprünglich. Eine Person aus der ersten Klasse verliebt sich in eine Person aus der zweiten Klasse. Ganz unglücklich. Die Mutter von der Person aus der zweiten Klasse sagt zu einer Person aus der ersten Klasse, bist du verrückt? Dort gibt es kostenlose Zeitungen. Das geht nicht. Ja, okay. Ich merke schon, hier Bahnloben kommt nicht so gut an. Ja, mein Name ist Tobias, ich bin so eine Art Tim Bensko und hässlich. Thomas Spitzer ist ein komischer Name, oder? Ich weiß auch nicht. Ich wurde natürlich früher jeden Tag gefragt in der Schule so, Spitzer, hast du mal einen Spitzer? Das Problem war, ich hatte auch immer einen Spitzer. Oder wenn der Lehrer so eine Liste durchgegangen ist, Spitzer Thomas, alle haben gelacht, Knaller-Gag. Aber es ist echt schön, hier zu sein. Ja? Also Auftritte in Regensburg, in der Oberpfalz, wo ich früher gewohnt habe, waren immer so ein bisschen strange. So, da steht man dann so vor 200 Menschen, die alle Geschwister sind. Was auch praktisch sein kann, wenn man nur ein Geschenk hat und Onkel und Schwester was schenken will. Keine Ahnung, hier ein Schweizer Taschenmesser. Bitte küss mich nicht. Ich habe an Weihnachten tatsächlich ein Schweizer Taschenmesser geschenkt bekommen. Und ich dachte mir so, krass, ein Schweizer Taschenmesser ist eigentlich so eine Ansammlung von Gegenständen, die kein Mensch braucht. Es ist so, hier hast du einen Korkenzieher, eine Nagelfeile, einen Kompass und so ein Ding, mit dem man ein Loch in seinen Gürtel machen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war noch nie in der Situation, dass ich so zum Bahnhof gerannt bin und dachte, fuck, ich bin schon wieder dünner geworden. Für die Feinschmecker unter euch, die nicht genau wissen, welche meiner Gags über oder unter der Gürtellinie sind, der war genau drauf. Der war genau auf der Gürtellinie. Ja, man darf klatschen. Also es geht schon. Ich habe da gemerkt. Oder dass ich so im Café sitze und mir denke, wo ist eigentlich Norden? Ah ja, da. Geil. Fehlt eigentlich nur noch ein Schnorchel im Schweizer Taschenmesser. Ich finde Schnorchel voll geil, weil Schnorchel sind sowieso ein sehr wackes Ablenkungsmanöver. So, du denkst, ich atme hier, aber ich atme da. Oder so, ich war letztens beim Zahnarzt, ja, ich werde langsam älter und der Zahnarzt hat so in meinen Mund geschaut und einfach nur so geseufzt, so. Und dann hat er so gesagt, so, ja, wissen Sie, Zähne sind halt Gebrauchsgegenstände. Und dann hat er mir so ein Ding empfohlen, das finde ich auch total spannend, mit dem ich jetzt immer so meine Zunge kämmen muss. Das heißt, glaube ich, auch Zungenkamm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist dasselbe, was die in den Dönerbuden verwenden. Döner runter zu rasieren. Ich finde es immer cool, was Leute mit so ganz kleinen Gesten für Signale senden, ja? Also ich war letztens was essen, da kam so eine Bedienung und hat so gefragt, zusammen? Und das Ding war, ich war alleine, ich hatte einfach nur sehr viel gegessen.
Aber es ist nicht interessant, wie Bedienungen immer so fragen, zusammen oder getrennt? Immer genauso. Sie gehen immer so hoch, lassen es ausklingen, zusammen oder getrennt? Damit es extra schlimm ist, wenn man getrennt sagt. Oder ich war letztens im Aldi an der Kasse, da hat so ein Typ vor mir in letzter Sekunde, bevor er seine Zahlung getätigt hat, so einen kleinen Schnaps genommen und aufs Fließband gelegt. Und ich dachte mir so, krass, dem Typ ist einfach alles egal. Also das ist ja so das internationale Zeichen für ganz recht, Leute, ich bin Alkoholiker. Niemand denkt sich bei Aldi an der Kasse so, jetzt ein schöner Kümmerling. Niemand. Dann geht man so nach Hause zu seinem Kümmerlingglas, was man so extra dafür hat. Dann schenkt man dem Kümmerling so ein und schwenkt ihn so, dass er seine Note entfalten kann. Wenn jemand klingelt, kommt man so eine Treppe runtergelaufen und singt so New York, New York im Bademantel. Das passiert nie. In Köln, wo ich jetzt wohne, in Köln, gibt es unglaublich viele Leute, die in so Burkas rumlaufen. Ja, ich weiß, krasser Switch. Und ich habe mich gefragt, was für ein Gefühl ist es wohl, in so einer Burka zu stecken. Ja? Das hat ja bestimmt auch Vorteile. Wenn man zum Beispiel ein sehr schlechter Bauchredner ist, dann ist... dann ist es, glaube ich, super, in so einer Burka zu stecken. Also für einen selber, nicht für die Puppe. Ja? Wobei, die Puppe kann auch eine Burka tragen. Also... wenn beide eine Burka tragen, geht's auch, da passiert einfach gar nichts. Oder wenn man so ein Gesicht hat wie ich, ein Kumpel hat mal gesagt, ich hätte ein sehr hartes Gesicht, ich hätte ein Gesicht, mit dem man auch Holz hacken könnte. Das merke ich immer, wenn ich so durch die Stadt laufe und Leute mir versuchen, Flyer in die Hand zu drücken, brauche ich nur so zu schauen und die Leute rennen so weg. Negativ an der Burka ist, glaube ich, wenn Sommer ist und es sehr heiß ist und man sehr stark gefurzt hat. Und dann muss man so mit dem Furz unter der Burka rum und so warten, bis der Furz an den Augen vorbei. Ja, sowas habt ihr noch nie gehört, gell? Man denkt sich so, scheiße, Mann. So viele Klamotten im Schrank und dann nehme ich ausgerechnet die Burka. Oh Mann. In Köln gibt es auch noch viel mehr Leute, die in so Kneecaps rumlaufen. Das sind so Burkas mit Schlitzen, ja. Da ist mir aufgefallen, dass die Schlitze unterschiedlich groß sind. Da habe ich mich gefragt, ob Leute das morgens aussuchen. So, ah, heute gehe ich auf eine Hochzeit, dann nehme ich 16 zu 9. Sehe ein bisschen mehr. Ja, ich werde langsam ein bisschen älter, ich merke es schon irgendwie. Es ist langsam so, dass ich auf Podiumslams auftrete und es sind irgendwie 700 Leute im Raum. Also es passiert tatsächlich manchmal, dass ich auf einen Podiumslam gehe, 700 Leute im Raum. Alle sind erwachsen und ich bin der Älteste. Das ist ein ganz neues, komisches Gefühl. Egal, was man in so einer Situation sagt, alle Leute riechen, dass man der Älteste ist. So diesen Verwesungsgeruch. Und egal, was man da sagt, es kommt für die Leute nichts an, außer alt. So. Ich bin so alt. Auch körperlich verändern sich ein paar Sachen. Ja? Also, habe ich vorhin schon angedeutet, Zahnarzt zum Beispiel. Oder wenn man jung ist, ist es ja so, ja. Du pinkelst, du packst deinen Penis in die Hose, du pinkelst nicht mehr. Michelle weiß, was passiert. Wenn du älter wirst, ist es so, du pinkelst, du packst deinen Penis in die Hose, du pinkelst einfach weiter. Und das war's von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Spitzer. Vielen Dank, Leute.